hallo zu Mamas Schwangerschaftsupdate. Ja. Schwangerschaftsupdate. Ja. Genau. Also das Wischi wollte unbedingt mit Mami machen, ne? Ja. Und wir wollen heute mein Schwangerschaftsupdate drehen. Yay! Ja. Wir sind schon in der 25. Woche. Ja, 7. Mama. Ja. Yay! Ja. Oh. Sorry, wir haben uns wieder gefangen. So, das Wischi habe ich auch verbannt. Ne? Die ist am Spielen, deswegen, falls ihr irgendwas hört, das ist mein Maus. Und so ist das ja nun mal, ne? Und ja, wir sind in der 26. Schwangerschaftswoche morgen und es ging so schnell und so rasend. Und bleibt bis zum Ende dabei, dann werdet ihr wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Yay! Wir freuen uns! Yay! Also ich freue mich auch, dass wir es eigentlich wissen, ne? So, mir geht's super. Also seitdem ich diese Haare geschnitten habe und seitdem ich über das ganze Übelkeit und so hinweg bin, geht's mir wirklich, wirklich gut. Ich bin natürlich dicker geworden. Also wie gesagt, es gibt halt so Schwangere, die nur Bauch. Ich bin wieder komplett. Das war bei Nasmisho nicht anders, wobei ich mir jetzt ein bisschen verglichen habe. In der Zeit von Nasmisho habe ich ja sehr viel in der Schwangerschaft generell zugenommen und da hatte ich schon jetzt 3 bis 4 Kilo, glaube ich, war das mehr drauf, als ich es jetzt habe. Deswegen hoffe ich ja, dass ich vielleicht nicht ganz so viel zunehmen werde, weil es diesmal ein bisschen fataler wäre, weil ich natürlich mit mehr Kilos angefangen habe, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Bei der Semischwangerschaft habe ich ja wirklich 30 Kilo geschafft zuzunehmen. Und ich konnte es einfach nicht stoppen. Ja. Und jetzt, ich merke es halt beim Schuhe anziehen mittlerweile. Das Baby ist komplett am Bewegen sich. Voll kein Deutsch. Aber bewegt sich andauernd. Also das ist nicht, das Mischu war wirklich so ein Nachtkind. Komplett in der Nacht. Toll, mein Maus. Hast du schön gemacht. Mach mal weiter. Mach mal alle dahin so. Also das Mischu hat sich komplett bewegt, nur in der Nacht meistens. Und zwischendurch mal so, aber dieses Baby ist fast immer wach. Ich glaube nur morgens nicht, aber ansonsten habe ich die ganze Zeit Tritte und spüre was. Und mittlerweile geht das Mischu sehr oft an meinen Bauch und sagt, Mama Bauch, ne? Und guckt sich das an und guckt in den Bauchnabel rein und sagt so, ne? Ich weiß nicht, was sie da denkt, was sie da sieht. Aber sie freut sich auf jeden Fall und weiß, dass halt irgendwas ist, weil ne, ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Bauch gelegt wird. Und es ist auf jeden Fall super. Muss mich schon, nein, mach nicht so. Geh mal bitte wieder runter. Es ist auf jeden Fall super momentan. Ich fühle mich fit, ich fühle mich frisch. Meine Ausdauer ist ein bisschen angeschlagen. Carlos, ja. Das ist nicht zum Riechen, Habubi. Das sind Mamas Nagellacke. Da hat man Nagellacksammlung entdeckt. Wow. Die reißt jetzt hier alles auf. Zeig ich euch nachher. Am Ende. Wow. Wow, jetzt tun wir auch hin, ja? Tun wir hin. Ja. So, also meine Ausdauer natürlich. Ich laufe Treppen, ich komme oben an und man hört nur so. Ich bin komplett fertig. Aber sonst, ich bin halt immer noch. Bravo, ja. Ich bin halt immer noch müde. Also das ist zum Beispiel, wenn ich das schon früh eingeschlafen habe, ich bin nie mit ihr eingeschlafen. Mittlerweile ist es so, ich muss echt hoffen, dass sie schnell mittags einschläft, damit ich sie, damit ich wach bleibe, damit ich einfach... Hanna, ich hab Probleme. Bitte, Mausi, ich will das nur eben zu Ende drehen, okay? Shh. Uskute. Geh mal malen, zeig mal Mama malen. Geh mal, Mama kommt gleich, ja? Wenn ich mit Nasmisho unterwegs bin und dann, beziehungsweise wenn ich mit Nasmisho sie zum Schlafen hinlege und sie echt nicht schnell einschläft, dann bin ich echt weg. Und dann schlafe ich auch mit ihr. Und das ist das Problem, selbst wenn ich mir das vornehme nicht. Manchmal habe ich so viel auch vor, weil eigentlich ist ihre Schlafzeit meine Zeit, wo ich koche. Also entweder koche oder wo ich halt, keine Ahnung, Wäsche mache oder wo ich mir vorgenommen habe, noch mal andere Dinge zu erledigen, die halt mit ihr ein bisschen schwieriger sind. Ja, hallo, hallo, ne? Genau, und ja. Aber das funktionierte leider nicht. Sie muss echt schnell einschlafen, damit ich sagen kann, okay, dann stehe ich auf. Aber ich meine, ich bin schwanger. Ich habe eine kleine... Nein, Mama ist am Reden. Also ich bin schwanger, ich habe die Kleine, ich bin andauernd auf den Beinen, ich mache andauernd was, ich bin, kann mich kaum ausruhen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich alle 3 Tage mal ein bisschen mehr einschlafe. Mama. Ja, Schatzi. Kreise? Herz. Herz, wir malen gleich Herz. Das möchte ich unbedingt malen. Deswegen machen wir jetzt das Video, müssen wir das Video beenden. Wir kommen zum Thema, was ein Mädchen und Junge wird. Und es wird ein... Ich zeige euch, weil wir haben schon die ersten Klamotten geholt. Wir haben nämlich gedacht, wir haben zwei Jungsachen gehabt und Mädchensachen. Wir haben uns aber gedacht,
weißt du, aber es ist so doof, wenn das aus dem Krankenhaus kommt, das Baby, wäre schon schön, dass es die eigenen Sachen anhätte. Mama. Als jetzt von das Micho oder von meinem Neffen oder so, ne? Weil. Aber. Ja, weil es dann irgendwie dann das von dem Baby wird, ne? Und es wird ein, weißt du was, es wird ein. Was wird das Baby, das Micho? Was wird das Baby? Was hast du gesagt, wie sieht das Outfit aus? Schuhat. Das. Das. Was ist das? Sieht aus wie eine? Sag mal. Ei. Wie eine? Ei. Prinzessin hast du gesagt, ne? Fässchen. Genau. Und wir haben ein Mädchen. Yay. Wir haben uns gefreut, weil das ist ja das, was wir wollten. Also wir wollten es eigentlich egal was. Ob Mädchen, Junge, Hauptsache gesund. Aber wir haben gedacht, wenn das Micho, weil die nicht so weit auseinander sind, das ist echt ganz süß, ne? Yay. Ja, das wäre ganz süß für die beiden, weil die sich dann ein Zimmer teilen können und ein bisschen zusammen Zeit verbringen können, dass es immer so angenehm ist. Zwei Schwestern ist halt immer ein bisschen anders, Schwester und Schwester, ne? Auf jeden Fall, genau für das Baby, ne? Also ich fand das Kleid so schön, dass ich es selber anziehen wollte. Dann habe ich das für die Baby, da hat sie ihr Baby geholt. Das war natürlich ein bisschen zu klein, das Baby, ne? Also wir haben ein bisschen größeren Größen schon geholt, weil bei der Mischung ist mir nämlich aufgefallen, wir haben damals ein paar 56er geholt und ich muss sagen, die 56er, die hat sie kaum angehabt, weil das irgendwie alles so schnell weg war. Deswegen, wenn ich jetzt was hole, was auf jeden Fall schön finde und so, weil ich habe ja ein paar 56er noch hier, dann hole ich mir jetzt lieber immer so ein 62er. Und jetzt haben wir geholt einmal so ein Kleid, das ist das, was ich ausgesucht habe. Also jeder von uns hat das ausgesucht. Und dazu gibt es halt diese Hose. So, das ist mein Outfit. Und das haben wir jetzt alles von C&A. Damals gab es ja diese 20% Rabatt. Und das kostet normalerweise 15 Euro, was ich eigentlich ein bisschen teuer finde für so ein Kleid, weil die ganzen Dreiteiler und so da kosten 17 Euro und das ist jetzt nur ein Teil. Ja? Baby. Was dein Baby, glaube ich, im Auto haben, Baby. Baby. Ja, dann hol ein Bär. Auto. Und ja, das ist das, was ich mir ausgesucht habe. Lucien hat sich die Hose ausgesucht. Ich habe nur danach die Hose zweckentfremd und gesagt, ich will das mit dem Kleid anziehen. Und er hat sich das ausgesucht und zwar ist das so eine Mini-Maus in so, wie nennt man diesen Look? So dieses Maritim-Look, ne? Und dann halt mit der Hose zusammen. Total süß. Das sind so unsere zwei Outfits, die wir uns einfach so ausgesucht haben. Und dann gibt es einmal das Outfit, was ich halt ausgesucht habe, um aus dem Krankenhaus rauszukommen. Habe ich mir und er gedacht, das haben wir dann so zusammen ausgesucht. Da gibt es halt so, das ist so eine Jogginghose. Und das ist das, was ich meine. Das hat zum Beispiel 17 Euro gekostet. Die, ach so, ich habe gar nicht gesagt. Dieses Maritime hat 6 Euro gekostet. Vollkommen klar. Und 5 Euro nur für die Hose. Also wie gesagt, die anderen Sachen sind alle ganz gut. Nur das Kleid war so, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Frauen halt, ne? Und das hier war jetzt so ein Dreierpack so. Und ich habe sogar rosa gekauft, aber ich muss zugeben, dass ich das Altrosa mittlerweile echt gern mag, auch anders wie ich Schuh, weil ich eigentlich nicht so der Rosa-Typ bin für Kinder. Auch für mich nicht, aber ne, aber mittlerweile geht das, wobei man auch nicht drum herum kommt bei einem Mädchen. Also es gibt so viele rosa Sachen einfach. Und da habe ich jetzt schon so ein paar, aber ein paar Sachen, wo alles komplett rosa pink ist. Also rosa geht eigentlich noch, pink ist so meins, ne? Aber wir kriegen das hin. Und auf jeden Fall haben wir so eine süße Hose, seht ihr das? Also so eine richtig weiche, süße Hose. Also ich habe auch geguckt, dass es jetzt nicht zu dick ist, weil es wird ja nun mal ein Sommerbaby, ne? Und dazu gibt es halt dann so ein ganz süßes Oberteil. Und da sind dann so kleine Wale drauf. Also ganz, ganz niedlich. Mit so einer kleinen Schleife hier. Und das kommt dann zu der Hose, aber das kannst du nicht anziehen. Versuch die Hose anzuziehen. Und dann gibt es halt dieses Jäckchen dazu. Und ich dachte mir, das ist fürs aus dem Krankenhaus rauskommen, weil das ist wirklich so ein bisschen flauschiger. Das ist schon ein bisschen dicker, aber halt nicht zu dick, denke ich mal. Und dann kann man ja noch eine Decke drüber legen und so habe ich ja das Baby sowieso. Aber vor allem ist das so eine ganz süße Jacke. Warte mal, ich tue dir mal so einmal zuklopfen, damit ihr das seht. Wenn ihr das, die ist so ein bisschen... Oh, die ist so süß. Es gibt so süße Sachen. Also bei der Simicho gab es ja auch schon, wenn ich vergleiche, meine Nichte zum Beispiel ist 12, 13. Und die... ja, ihre Klamotten, dann gab es bei das schon wieder so andere Klamotten. Und jetzt gibt es schon wieder, also man merkt schon wieder eine Veränderung. Das ist keine Jacke, das ist für Baby. Das kannst du nicht anziehen, Mausi, nein. Ja? Ja. Okay. Wir tun das wieder zurück, ja? Oh, guck mal, du hast eine Katze da drin gehabt. Bitteschön. Danke. So. Das war's. Von unserem Shopping und ich denke, mehr werden wir jetzt großartig in der Hinsicht auch nicht holen. Ich freue mich schon, wenn wir das Laufgitter fertig machen. Jetzt langsam so, ja, es ist langsam schon Zeit. Jetzt habe ich überlegt, so, wie weit bin ich denn? 25. Woche. Ich so, was?
Ja, krass. Ehrlich krass. Ne? Es wird jetzt so schnell gehen und ich eigentlich eine Hebamme, ihr werdet es nicht glauben. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt habe. Mama. Ich hatte die ganze Zeit keine Hebamme. Normalerweise hatte ich bei Nasmi schon eine Beleghebamme, was ich super fand. Also Mama. Was ich wirklich empfehlen kann. Dali, ja. Also was ich wirklich empfehlen kann. Da, genau. Einmal der Nagellack, bitte. Das ist ein super Nagellack für den Sommer. Ja? Ja. Nein, also eine Beleghebamme kann ich wirklich super empfehlen. Also es ging, meine Hebamme war am Anfang nicht da, kam dann später dazu und es ging auf einmal durch sie so rasant schnell. Und einfach, sie ist auch nur für mich da gewesen und so. Und es war wirklich, davor war es so ein bisschen so wie auf dem Bazar. Jede kam rein, raus, keiner war für dich zuständig, alle haben irgendwas gewollt, keiner hat euch geholfen. Schublein. Na, wir gehen jetzt anmachen. Und, plumps, warte mal. Also ein bisschen ging es echt rund wie auf dem Bazar. Aber dann, als sie kam, war es zack, zack, fertig. Und mein Schatz hat sie dann später auch gehabt, bei ihrem Baby jetzt. Und sie war sehr zufrieden. Aber wie Nicole so ist, bin ich viel zu spät gewesen. Ich habe erst angefangen anzurufen, dann war ich im fünften Monat. Es gibt nicht viele Beleghebammen, weil sich das für die Hebammen irgendwie nicht lohnt oder so. Ich weiß es nicht, so hat mir das auf jeden Fall meine damals erklärt. Und die sind einfach so schnell ausgebucht, das geht einfach überhaupt nicht. Und ja, dann habe ich versucht, eine andere zu finden. Wollte eigentlich meine haben, denn ich hatte... Bei mir damals war es ein bisschen komplizierter. Ich hatte eigentlich eine Beleghebamme, da war die im Urlaub, hat ihre Kollegin übernommen und diese mochte ich und wollte ich haben. Aber ich habe die Nummer nicht mehr gefunden und ich habe mich an den Namen nicht mehr erinnert. Könnt ihr das glauben? Jetzt habe ich von einer Freundin eine Nummer bekommen, habe mich heute erst angerufen. Macht das bloß nicht nach, ne? Macht das echt eher. Aber ich weiß nicht, das ist so never ending story of my life. Weiß ich nicht. Wartet mal, ich muss noch mich... So, und auf jeden Fall habe ich aber jetzt eine Hebamme, ich habe die von meiner Freundin genommen und diese scheint ganz nett zu sein. Also hat sie mich halt gefragt, ob sie davor noch mal vorbeikommen und ein paar Fragen klären soll, aber das habe ich bei Nasmi auch. Aber das habe ich, bei Nasmi habe ich das gemacht, weil dann bin ich damals zu der... Mama. Ja, wir gehen jetzt anmachen, haben wir Abendessen. Ja, bei Nasmi habe ich das damals gemacht, ich bin damals immer zu der Hebamme hingegangen, zu dieser Beleghebamme und die hat mich auch zwischendurch untersucht, dann später bin ich nur noch zu ihr hingegangen und nicht mehr zu meiner Ärztin. Aber jetzt habe ich zu ihr gesagt, das muss nicht sein, also es reicht schon, wenn ich sie dann anrufe und sie einfach nach der Geburt halt kommt, ne? Nein! Weil da ich keine Beleghebamme habe, nee, weiß ich nicht, schon egal. Mama, Katze, ein Kreis. Ja, und auf jeden Fall habe ich gedacht, das wäre dann nicht nötig. Aber sie meinte, das ist okay und ich bin zufrieden. Es ist ein bisschen eine Last von mir gefallen, weil ich habe mir jeden Tag in Erinnerung gemacht. Ich würde das nicht vorstellen. Immer bum, 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 weiter. Aber egal. So, wir verabschieden uns. Das war unser Schwangerschaftsupdate. Sag mal, tschüss. Wir gehen malen und M machen, ne? Ja, okay. Bye.